Eine Perianalvenenthrombose wird im Volksmund auch äußere Hämorrhoide genannt. Wir Ärzte oder Chirurgen bezeichnen eigentlich die richtigen inneren Hämorrhoiden nur als Hämorrhoiden. Eine Perianalvenenthrombose ist einfach eine kleine Vene, die sich am Anus befindet. Es kann dort zu einem kleinen Blutgerinnsel kommen. Das Blut fließt nicht mehr ordentlich ab und diese Vene schwillt an. Und da die Haut rund um den Anus sehr empfindlich ist, ist das häufig sehr schmerzhaft. Gefährlich sind diese Perianalvenenthrombosen nicht. Man kann entweder schmerztherapieren, dann gehen die von alleine wieder weg, oder wir können die in örtlicher Betäubung noch auf der Trage in der Notaufnahme kurz inzidieren, also einschneiden, den Druck entlasten, und dann sind die Patienten meist auch schon deutlich beschwerdegebessert.